Jetzt neu! Ilias Welt Sonnenbrillen und Ilias Welt Badeschlapfen. Für den Sommer! Holt sie euch auf iliaswelt.shop. Hallo Leute und herzlich willkommen in Ilias Welt. Schön, dass ihr heute da seid. Wir sind gerade Sommerferien und ich glaube, wir sind sogar schon fast in der Mitte und wir sind bestimmt auch alle im Urlaub. Und wir kennen das, wir waren gerade den ganzen Tag schwimmen und fürs Abendessen oder fürs Mittagessen brauchen wir jetzt schöne Haare, das aber schnell geht. Und deswegen zeige ich euch heute meine liebsten Hairstyle-Hacks. Und heute meine Friseurin ist die Ilia hinter der Kamera. Sagst du mal Hallo? Hey Leute, tut mir mega leid, dass ich mich heute nicht zeige, aber ich bin ein bisschen fertig und möchte euch meinen Anblick ersparen. Und ich bin das Haarmodel, also los geht's. So, also wir beginnen zuerst mal unsere Haare durchzufrisieren. Und dann nehmen wir uns einen Kamm und abteilen diese Haare von dem Ohr, also über dem Ohr die Haare, bis nach oben. Ihr könnt euch aussuchen, wie lange die Haare, also wie viele Haare es sein sollen. Es kann auch mehr sein oder weniger. Aber ich habe es halt einfach gerne, dass man auch von vorne sieht, dass es eine Frisur ist. Und dann frisieren wir das da auch wieder nach hinten. Machen wir das schon mit einem Haargummi zurück. So, das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Seite. Und jetzt kommen die kleinen Haargummis ins Spiel. Da habe ich mir kurz die von der Aria ausgeborgt, weil die hat so viele. Und ich habe die in Lila. Und da brauchen wir jetzt für jede Seite ca. 5. Ihr könnt aber auch weniger oder mehr nehmen, wie ihr wollt. Kommt drauf an, wie lang eure Haare sind. Und beginne einfach so ca. Also immer so ein bisschen Haare und dann kommt das Haargummi. So, und das mache ich jetzt den ganzen Zopf entlang. Genau, und wenn ihr das dann gemacht habt, dann nehmt ihr euch diese einzelnen Abteile und zieht sie so ein bisschen auseinander, dass sie so locker rauskommen und so richtig so ein Ei, also so ein ovales, so oval sich bilden, circa so. Und das macht ihr dann mit allen Abteilen. So sieht das jetzt aus und das mache ich jetzt auch mit der anderen Seite. So, und jetzt ziehen wir das dann einfach wieder auseinander. Also so sieht das jetzt aus und wenn man dann die Haare nach vorne gibt, sieht das Ganze so aus. Und ich mag diese Frisur einfach urgern, weil die geht ganz schnell und sieht auch einfach super aus. Funktioniert. Also. Diese Facebook-Hack. Nochmal. Eine größere Spange. Wie zentral machst du das? Sieht's komisch aus? Alles schön. Du musst es hier in der Mitte machen. So. Und dann so drüber. So. Oh yeah. Mhm.
Wir beginnen jetzt mit der Frisur, indem wir unsere, ich weiß nicht, ob ihr Curtain Bangs habt oder nicht. Ich habe auf jeden Fall welche und deswegen nehme ich nur die Curtain Bangs. Ihr könnt aber auch, wenn ihr keine habt, einfach eure vorderen Haare nehmen. Und dann frisiert ihr die einmal durch und dann... Und dann beginnt ihr, ich beginne jetzt mit der Seite, beginnt ihr diese, ich sag jetzt in dem Fall Curtain Bangs, zu flechten. So, und dann? Ah! Oh! Dann braucht ihr wieder ein Babyhaargummi und bindet das Ganze einfach zu. So, also das gefällt mir bis jetzt noch nicht so ganz, aber wir schauen mal, was wird. Und das machen wir jetzt mit den anderen Haaren auch, also mit den anderen Curtain Bangs. Tada! Nein, natürlich noch Spaß. Das sieht nur ein bisschen komisch aus. Aber so sieht das jetzt aus und jetzt machen wir uns hier... Oh mein Gott, Elia. So sieht das jetzt aus. Ich habe es mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt, aber ich finde es auch ganz okay. Ich habe mir jetzt hinten einfach nur eine Klammerfrisur gemacht. Und genau, es geht eigentlich auch ganz einfach und schnell. So, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir den Zopf, den wir gerade gemacht haben, ein bisschen auflockern und in der Mitte ein Loch machen. Und dann von unten den Zopf durchschieben. Dann brauchen wir eine Spange. Geben sie hier rauf. Circa hier. Und dann die Haare hier einfach drüber. Und dann ist das schön locker hier so drüber. Ich diese Frisur ist auch ganz einfach. Und zwar machen wir uns einfach einen hohen Zopf. Kann mit Mittelscheitel sein, muss aber nicht, wie ihr es wollt. Es muss auch kein hoher Zopf sein, kann auch einfach ein mittlerer Zopf sein. Okay, meine Curtain Bangs kommen jetzt wieder raus. Das kann man dann mit Haarspray oder so zurück machen. Man kann es wirklich ganz sleek auch machen. Und zwar teilt man die Haare jetzt in drei Teile, wie man halt eben möchte. Einen großen Zopf hier reinflechten. So. Und dann macht man hier ein Haargummi rein und dann hätte man hier die fertige Frisur. Aber wir möchten was anderes probieren. Wir teilen hier in drei Teile. Und jetzt flechten wir die Haare. Also jede Strähne flechten wir jetzt. Jetzt braucht ein Haargummi bitte. Man macht einfach den ersten Zopf mal zu. Und habt ihr den ersten Zopf mal fertig. Und das machen wir jetzt mit den anderen zwei Teilen auch. Generell im Sommer finde ich Einflechten immer extrem praktisch, weil wenn die Haare nass sind, kann man sie irgendwie noch viel besser einflechten, habe ich immer das Gefühl. Und das Gute ist, wenn man die Haare flechtet, dann hat man auch am nächsten Tag eigentlich, wenn man es dann aufmacht oder halt am Abend, schöne Wellen. Und das sind auch ziemlich schöne. Das kann man dann auch für eine Abendessen-Frisur machen. Genau. Einfach nur offene Haare. So, weiter geht's mit einer supersüßen Frisur, die eigentlich auch ganz einfach geht, aber auch geflochten ist. Und zwar nehmen wir uns hier einfach auf der Seite, auf beiden Seiten, eine kleine Strähne und die flechten wir. So, und das dann mache ich jetzt auf der anderen Seite auch noch. So Leute, also eigentlich könnte man das jetzt so lassen. Ich finde das auch einfach echt süß und sehr schnell. Aber weil wir solche Flechtexperten sind, also ist natürlich nur für die Leute, die flechten können,
kann man jetzt da auch nochmal flechten und diese kleinen Strähnen mit einflechten. Das sieht wahrscheinlich dann auch ziemlich süß aus. Und das kann auch wirklich ganz locker sein, weil das gibt mir dann auch so, also das finde ich dann auch einfach viel süßer, dass das einfach so schnell gemacht ist. Und dann ziehen wir das hier einfach auseinander. Und das wäre jetzt die Frisur. Wie finden wir die? Ich weiß nämlich nicht, süßer. Ich mache jetzt die Seite, wo ich es eingeflochten habe. Dann sehen wir, was besser aussieht. Nächste Frisur. Also für diese Frisur machen wir das jetzt so, dass wir die Haare aufteilen in 1 und 2. Wir brauchen aber eigentlich nur den oberen Teil, also so eine Halbzopffrisur. Ihr könnt den Mittelscheit lassen oder auch nicht. Ich lasse ihn einfach. So, und dann könnt ihr es entweder flechten oder ihr könnt es so lassen. Oder wir können die Frisur machen mit diesen Eiern, also mit diesen ovalen Teilen, den Abteilungen. Ich werde jetzt diese Eier wieder machen. Ich nenne sie einfach Eier. So, jetzt brauche ich wieder die Haargummis. Und jetzt tun wir wieder die Abteilungen machen. Also hier das erste. Und das letzte. So, und jetzt tun wir sie wieder auseinanderziehen. So Leute, das war's jetzt mit meinen Hairstyles. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und schreibt mir gerne auf Instagram oder auf die Community, welche euch am besten gefallen hat oder welche ihr auf jeden Fall ausprobieren werdet. Genau. Und wir sehen uns hoffentlich bald. Baba!